Hallo, mein Name ist Christian Holzner von der Firma Sausberg in Puchheim. Ich werde Ihnen heute den Trolley Unbeatable 2 von Stratec vorstellen. Der Unbeatable 2 von Stratec vereint in sich eine hohe Funktionalität und ein großes Volumen mit einem geringen Eigengewicht. Das minimalste Eigengewicht wird durch die Stratec Leichtbautechnologie gewährleistet. Dank der patentierten ultraleichten Glasfaserrahmenkonstruktion Shelltech ist der Stratec Unbeatable 2 nicht nur sehr leicht, sondern hat auch eine optimale Formstabilität. Den Trolley Unbeatable 2 gibt es in drei Größen. In der Größe S mit 55 cm, M mit 69 cm und L mit 80 cm Höhe. Mit einem Gesamtgewicht von ca. 2220 Gramm beim S, 2650 Gramm beim M und 2990 Gramm beim L gehört der Unbeatable 2 zu den leichtesten Koffern, die aktuell auf dem Markt angeboten werden. Mit den Abmessungen von 35 x 55 x 22 cm beim S, 41 x 69 x 27 cm beim M und 47 x 80 x 31 cm beim L und einem jeweiligen Gesamtvolumen von 32 Liter beim S, 67 Liter beim M und 110 Liter beim L hat der Stratec Unbeatable 2 viel Platz für alles, was auf die Reise mit muss. Dank der Lehnfalte kann das Koffervolumen auf 36 Liter beim S, auf 76 Liter beim M und auf 123 Liter beim L bei Bedarf erweitert werden. Die Lehnfalte befindet sich hier und kann durch einen Reißverschluss geöffnet und geschlossen werden. Der Unbeatable 2 Trolley in der Größe S entspricht der von IATA empfohlenen Bordgepäckgröße und kann bei vielen Airlines als Handgepäck genutzt werden. Über die maximal zulässige Handgepäckgröße sollte man sich direkt bei den jeweiligen Fluggesellschaften informieren, da diese sich von Airline zu Airline unterscheiden. Der Stratec Unbeatable 2 Koffer in den Größen S und M liegen innerhalb der IATA-Maße für Interkontinentalflüge, die eine Maximalsumme der Kofferlänge, Breite und Höhe von 158 cm zulässt. Bleibt bei dem Unbeatable L Koffer die Dehnfalte ungeöffnet, so liegt er mit seinen 158 cm Umfang auch noch innerhalb der IATA-Maße für Interkontinentalflüge. Doch wird die Dehnfalte des Unbeatable 2 Trolleys in der Größe L geöffnet, so liegt er über der von IATA empfohlenen Maße für Interkontinentalflüge. Weitere Tipps und Infos zum Kofferkauf finden Sie durch Klick auf die nun eingeblendete Infokarte. Im geräumigen Hauptfach vom Stratec Unbeatable 2 ist viel Platz für alles, was im Urlaub und auf Reisen benötigt wird. Die Kleidung kann übersichtlich geordnet in den Innenraum gelegt und durch zwei Kreuzspanngurte fixiert werden. Oben am Kofferdeckel befindet sich ein separates Reißverschlusshemdenfach mit weiteren zwei Kreuzspanngurten. An der Trennwand des Hemdenfachs und an der Wand der großen Packschale befindet sich jeweils ein weiteres Reißverschlussfach. An der Trennwand des Hemdenfachs ist außerdem ein QR-Code für Tipps zum Packen angebracht. Tipps zum richtigen Kofferpacken finden Sie auch in einem unserer Videos. Klicken Sie auf den nun eingeblendeten Infokarte. Außen ist der Unbeatable 2 mit Reißverschlussfach ausgerüstet. Hier können zum Beispiel Dokumente, Reiseführer und Kleinutensilien griffbereit verstaut werden. Dank der kleinen Metallvorrichtung hier am Reißverschluss und der Öffnung am Reißverschlussschieber kann das Außenfach bei Bedarf mit einem kleinen Vorhängeschloss verschlossen werden. Der Unbeatable 2 in allen drei Größen ist sehr praktisch in der Handhabung. Die Teleskopstange, ein Doppel-Aluminiumgestänge mit ergonomisch geformtem Griff, lässt sich bequem mit einer Hand bedienen. Drückt man auf den Button am Griff, so läuft die Stange weich aus ihrer Verankerung. Ebenso leicht lässt sich die Stange wieder einfahren, der Button am Griff übernimmt dabei die ganze Arbeit. Der Unbeatable 2 von Stratec in allen drei Größen ist mit drei robusten Handgriffen ausgestattet, die das Tragen in der Hand hoch oder längs möglich machen, sowie ein bequemes Anheben, zum Beispiel am Förderband eines Flughafens, und Verstauen, beispielsweise im Kofferraum, ermöglichen. Zum bequemen Anheben sind die Unbeatable 2 Trolleys in den Größen M und L zusätzlich mit einer Griffschale am Boden ausgerüstet. Die Zwei-Wege-Reißverschlüsse sowie das versenkte TSA-Zahnschloss schützen den Inhalt des Stratec Unbeatable 2 und machen das Reisen bequem und einfach. Mehr Informationen zum TSA-Zahnschloss finden Sie durch Klick auf die nun eingeblendete Infokarte. Der Unbeatable 2 von Stratec besitzt vier leichtläufige Rollen. Die Rollen sind 360 Grad drehbar und sehr wendig. Der Unbeatable 2 sollte niemals schräg über Treppenstufen oder einen Bordstein gezogen werden. Der Ausfall der Räder wäre das leidige Ergebnis. Mehr Informationen zu den Kofferrollen finden Sie durch Klick auf die nun eingeblendete Infokarte. Dank den vier Rollen ist der Unbeatable 2 nicht nur sehr wendig, sondern auch standfest. Hinten befindet sich an dem Unbeatable 2 in allen drei Größen ein ausziehbares Adressschild.
Sollte das Gepäckstück zum Beispiel auf einer Flugreise verloren gehen, kann der Koffer anhand vom Adressschild schnell identifiziert werden. Das Modell Unbeatable 2 von Stratec wird aus Nylon-Material hergestellt. Dieses kann problemlos zum Beispiel mit einem Mikrofasertuch gesäubert werden. Alle verwendeten Materialien sind außerdem schadstoffgeprüft. Falls Sie noch weitere Fragen zum Trolley Unbeatable 2 von Stratec haben, dann scheuen Sie sich bitte nicht unsere Info-Hotline, die Sie jetzt unten eingeblendet sehen, anzurufen. Wir beraten Sie gerne. Nach unserer Meinung ist der Unbeatable 2 von Stratec ein idealer Reisebegleiter. Hier noch einmal seine Vorteile im Überblick. 32 bzw. 36, 67 bzw. 76 und 110 bzw. 123 Liter großes Innenvolumen. Kreuzspanngurte zum Fixieren im Inneren, separates Reißverschlusshemdenfach, innenliegende Reißverschlusstaschen, 4 leichtläufige, sehr wendige Rollen, 3 Handgriffe zum bequemen Anheben, integriertes TSA-Zahlenschloss, Dehnfalte bei allen 3 Größen, qualitativ hochwertiger Troll. Haben Sie mit dem Trolley-Modell Unbeatable 2 von Stratec schon eigene Erfahrungen gemacht, dann würden wir uns über Ihre Kommentare sehr freuen. Das war der Trolley Unbeatable 2 von Stratec. Vielen Dank fürs Reinklicken und bis zum nächsten Mal. Falls euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über eine gute Bewertung freuen. Wenn ihr mehr erfahren wollt, dann abonniert diesen Kanal einfach oder seht euch eines der anderen Videos an. Vielen Dank im Voraus und wir sehen uns.